Jetzt wird's wieder lustig. Hallöchen, Paco. Oh, nein, ein Räuber. Bitte, tun Sie Paco nicht weh. Nenn mir den Türcode. Die Tür ist kaputt und Paco kann sie nicht reparieren. Ich muss die Sicherheitsfirma anrufen, damit die sich das ansehen. Gibt es noch einen anderen Weg hinein? Vielleicht, wenn Sie eine Maus wären. Wollen Sie, dass Paco die Sicherheitsfirma für Sie anruft? Nein, danke. Schon gut. Ich werde mich selbst ein wenig umsehen. Ja. Wenn wir den jetzt aber zu Ende reparieren lassen, dann bedeutet... Reparier dies, Paco. Reparier das, Paco. Hier, das ist defekt. Das hier ist schmutzig. Immer schuftet Paco für dich. Kümmert sich um dich, damit du deine Arbeit machen kannst. Oh, keine Sorge. Wenn du es kaputt machst, wird Paco es reparieren. Falls auch du nichts Besseres zu tun hätte, als jedes kleine Ding zu reparieren, das kaputt geht. Wie lautete der Code nochmal? 8645. Schon ja. Erledigt. Was kann Paco jetzt für dich tun? Ja, das war jetzt nicht so toll. Wir wissen also, der dreht sich... Was zur Hölle? Was zum Verficken? Ja, wir bräuchten den jetzt nicht mehr. Da, ihr seht den QR-Code schon unten halt. Wenn wir den auch mal gehört haben, dann ist er da. Wir können jetzt aber jetzt wieder verhören. Warte, machen wir das doch. Hallo, Paco. Ah, wer sind Sie? Was wollen Sie? Ja, ihr seht, ich bin hier, um dir dafür zu danken, dass du das Tastenfeld an der Tür repariert hast. Hey, hey, so ist Paco. Der Mann für die schmutzige Arbeit. Verrätst du mir jetzt auch noch den Türcode? Sicher, warum nicht? Er lautet 8645. Wollen Sie, dass ich Ihnen das aufschreibe? Nein, schon in Ordnung so. Paco, gib diese Nummer nicht jedem. Ja. Ja, blöd. Jetzt hat er was anderes gesagt. Gesehen, gehört. Ja, 8, 6, 4, 5. Wir könnten das auch mit dem Tastenfeld von der Tastatur machen. Aber. Ja. Und ihr seht das Teil hinten, das werden wir jetzt öfters sehen. Wir müssen alle davon betreten. Das ist die Autorisierung des Schatzmeisters. Wird wir in den Dritten. Noch zwei übrig. Oh nein. Sarkesi. Das ist genau das, was ich nicht sehen wollte. Sarkesi? Ist das so eine Art Trockenfleisch? Er ist vermutlich der beste Informatiker der Zum Welt. Zum Sport. Er hat mit Morgenhold am Projekt Watson gearbeitet. Man sagt, dass er ein klein wenig durchgedreht ist. Klingt, als hätte er das Zeug zum Kriminellen. Ihr habt gerade. Unser Installer scheint mit Ihrem Betriebssystem kompatibel zu sein. Das ist alles? Einfach Plug and Play? So war das auch gedacht. Keine Komplikation. Lade alle 8 gefälschten E-Mails hoch. Der Einbruch soll aussehen wie der Job eines Insiders. Genau. Was wollen wir jetzt sagen? Ja, ihr habt gerade das erste Hacking gesehen. So sieht das aus. Ich erkläre es nachher, wenn wir es nochmal machen können. Noch einmal, weil nicht gerade einer wieder redet. Ach ja, die gefälschte E-Mails hochladen ist ein Sekundärziel. Ja, ich glaube, da geht's nicht weiter. Meine ich. Ja, ihr habt eben, wenn ihr aufgepasst habt, noch eine andere Tür gesehen. Das ist jetzt wieder zu. Ich bin die Tür, meine ich. Jetzt habe ich zugehört. Diese hier. Ja, hier gehen wir jetzt rein. Das Problem ist, hier ist direkt eine Sicherheitskamera da vorne, um die Ecke. Da ist die. Deshalb müssen wir aufpassen. Und das war nicht so toll. Aber wir trotzdem rein. Diese Uniform. Mist. Die läuft schon wieder. Ja. Nein? Cool. Okay. Hier rein.
Yep. Ja, ich muss noch mal sagen, ich hab's zwar noch nie gesagt, aber egal. Die Musik von Splinter Cell ist einfach nur episch. Das ist sehr gut. Und ich hab vergessen, wo wir rauskommen, also knack ich das Schloss durch. Ja, aber die Mama. Gut. Ihr hört die Kamera, das hat mein Safe. Okay. Öffnen und wir sind genau da, wo wir eben waren. Das hat uns jetzt eigentlich nichts gebracht. Deshalb gehe ich wieder in den Kriegstunnel. Dass die Kamera nicht so weit kommen. Dann wird sie so weit kommen, weil wir jetzt schon. Egal. Gut. Gehen wir einfach weiter, da gibt's eh nichts. Merkt das jetzt erst? Naja. Vor dir scheinen weitere Laser zu sein. Das ganze Gebäude wimmelt nur so von Photonen. Da ist eine Wache, die hier ohne weitere Probleme herumspaziert. Möglicherweise trägt er irgendeine Art von Signalgeber bei sich. Geh nah an ihn heran. Vielleicht kannst du in seinem elektronischen Schatten bleiben. Das hätten wir tun können. Wir könnten aber auch das hier einfach tun. Gefällt mir, wie du das mit den Lasern machst. Okay, war... Das Lasernetz, das reagiert auf irgendein Signal von einem Transmitter, der in meine Uniform eingenäht ist. Her mit dem Transmitter. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich schwöre, er ist irgendwo in die Uniform genäht. Das sind aber wirklich schlechte Neuigkeiten. Ich muss an den Lasern vorbei. Und da ich dich nicht ausziehen will, werde ich wohl deinen Körper mit mir rumschleppen müssen. Mein Körper? Sie meinen doch hoffentlich bewusstlosen Körper. Mir wäre beides recht. Ja, ihr könntet ruhig mal LOL sagen. Die Wachen sind echt so doof. Und hier ist die Lichter, also. Auf Wiedersehen. Ja, Küsschen spielen.